Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, und willkommen zum Deutschunterricht für die 3. Klasse Mittelschule. Heute sprechen wir über eine Reise durch Österreich. Mein Name ist Tanja und ich bin eure Lehrerin für heute. Was lernen wir heute genau? Also wir verstehen einen Hörtext über Reise durch Österreich. Wir schreiben über eigene Reisen, indem wir Vergangenheitsformen und Temporalsätze benutzen. Und was brauchen wir für diese Stunde? So wie bisher brauchen wir ein Heft, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber oder ein Blatt Papier und natürlich ein Gerät mit Internetzugang. Ihr könnt ja in jedem Moment eine kleine Pause machen, wenn ihr wollt. Aber zuerst wiederholen wir, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Wir haben über Österreich gesprochen, ein bisschen über die Geschichte, ein bisschen über die Rezepte, über die Schmankerl, ja, die Spezialitäten aus Österreich. Und eure Aufgabe war, euch einige Rezepte anzuschauen. Wir wiederholen nur kurz, welche Leckerbissen wir da haben. Was ist da Leckeres zu essen oder zu trinken? Zum Beispiel, das hier sind Krautflecken. Oder auf Kroatisch, Krpice sa zeljem. Ich hoffe, einige von euch haben das schon mal gegessen. Wiener Melange, der Kaffee, dann Erdäpfelknödel, Knädli und Krumpirer, Sachertorte, die kennen wir ja alle, mehr oder weniger, Kaiserschmarrn und Wiener Schnitzel. Ja, das kennen wir auch alle. Kaiserschmarrn nicht so ganz, aber das ist sowas ähnliches wie Palatschinken, nur ein bisschen gerührt. Und wir haben auch über einige österreichische Sehenswürdigkeiten gesprochen. Und ihr musstet da ein Spiel spielen. Und da wisst ihr Bescheid, dass das hier Schloss Schönbrunn ist. Dann haben wir Hofburg. Das sind die bekanntesten Schlösser in Wien. Und dann Riesenrad im Wiener Vergnügungspark Prater. Aber es gibt auch in anderen Städten und anderen Teilen des Landes viel zu sehen, wie zum Beispiel in Salzburg die Festung Hohensalzburg, aber auch andere Sachen gibt es dort auch zu sehen. Dann gibt es Grazer Schlossberg in Graz natürlich und Großglockner Hochalpenstraße, wenn man ein bisschen wandern geht. Und das waren die Top 10 Sehenswürdigkeiten Österreichs. Und hoffentlich habt ihr auch den Text über diese Sehenswürdigkeiten gelesen. In der letzten Lektion haben wir auch erwähnt, wozu Menschen wohl nach Österreich reisen. Und dabei haben wir Konjunktion um zu plus Infinitiv benutzt. Und hier haben wir zwei Beispiele. Sie reisen nach Österreich. Wozu? Mit welchem Ziel? Mit welcher Absicht? Um viele Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Und noch ein Beispiel. Viele reisen nach Österreich. Mit welcher Absicht? Um Christkindlmärkte zu besuchen. Da wir jetzt gesehen haben, wozu Menschen meistens reisen, und zwar nach Österreich, haben wir so ein schönes Bild. Was meint ihr? Wer ist das? Wohin will sie reisen? Wann, warum? Also schreibt eure Vermutungen. Womit reist sie oder mit wem? Stoppt das Video und schreibt ein paar Vermutungen. Und nachdem ihr die Vermutungen aufgeschrieben habt, hört ihr einen Text von Graziella, einen Bericht, Reisebericht. Und eure Aufgabe ist, kurz zu schreiben, worum geht es. Und ob eure Vermutungen richtig oder falsch waren. Hört gut zu. Zeit vor dem Coronavirus. Letztes Jahr habe ich mich gewagt, mit meiner Freundin alleine zu reisen. Meine Eltern haben sich um die Finanzen gekümmert und alles andere mussten meine Freundin und ich organisieren. Wir haben uns entschieden, mit dem Rucksack unser Land, Österreich, zu erkundigen. Dafür haben wir 10 Tage eingeplant. Zuerst haben wir unsere Route bestimmt.
Von Graz nach Wien, von Wien nach Salzburg, Hallstatt, Tirol, Klagenfurt und wieder zurück nach Hause. Wir haben uns vorgenommen, mit der ÖBB zu fahren und in Jugendherbergen zu schlafen. Vor der Reise haben wir im Internet nach Tipps gesucht, was alles im Rucksack nicht fehlen darf. Wie beispielsweise schnell trocknende Handtücher, ein aufblasbares Nackenkissen, Sonnencreme und Blasenpflaster. Und natürlich Kulturtasche sowie genug Wäsche und Kleidung. Ein Tipp war auch, Sachen von schwer nach leicht zu stapeln, was sich als ein sehr guter Tipp erwiesen hat. Ein weiterer Tipp war, Sachen, die man oft braucht, in die Seitentaschen zu verstauen. So waren sie immer griffbereit. Vor dem Rucksackpacken haben wir unsere Reise auf den Tag durchgeplant. Wir haben Online-Karten für den Zug gekauft und auch Unterkunft gebucht. Meine Mutter hat mir auch dabei ein bisschen geholfen. Natürlich ist auf dem Wege nicht alles so reibungslos gelaufen. Von Graz nach Wien sind wir mit dem Zug gefahren. Dort wollten wir 2 Tage bleiben, wie geplant. Aber wir hatten so tolle Leute kennengelernt, mit denen wir so viel Spaß hatten, dass wir einen Tag länger geblieben sind. In Wien haben wir viele Schlösser und Museen besucht, den Prater, aber auch das Nachtleben genossen und sind natürlich in ein Wiener Kaffeehaus gegangen. Danach sind wir mit dem Zug weiter nach Salzburg gefahren. Da haben wir übernachtet und am Vormittag die Stadt erkundigt. Am Nachmittag sind wir aber nach Hallstatt gefahren, wo wir einen kleinen Spaziergang durch die Stadt gemacht haben. Um die Natur zu erleben, sind wir nach Tirol gefahren. Da gab es so viel zu sehen, dass wir uns kaum entscheiden konnten. In Tirol sind wir 4 Tage geblieben. Zuerst haben wir Kitzbühel und danach Innsbruck besucht. Hier sind wir gewandert, Rad gefahren, haben alte Bauernhöfe besucht und wieder tolle Menschen kennengelernt. Es war wunderschön. Wir waren sehr traurig, als wir weiterfahren mussten. Die letzte Station war Klagenfurt. Da haben wir die Stadt besichtigt und danach Minimundus. Am Wörthersee haben wir auch einen Spaziergang gemacht. Wir hatten Glück in diesen 10 Tagen, denn das Wetter war toll und wir haben uns super toll amüsiert. Dieses Jahr wollen wir im Sommer auch so eine Reise machen. Hoffentlich klappt's. Also, worum geht es? Worüber spricht Graziella? Sie spricht über ihre Rucksackreise quer durch Österreich. Hört euch jetzt den Text noch einmal an und entscheidet euch, was stimmt. A, B oder C. Also zuerst mal zurückspulen und dann entscheiden, was ist die richtige Antwort. Und hier sind die Lösungen. Die Reise hat B, 10 Tage gedauert. Die Mädchen haben sich viele Tipps im Internet geholt. Sie sind vorwiegend mit der Bahn gefahren, also mit dem Zug. Länger als geplant blieben sie in Wien und sie hatten Glück mit dem Wetter. Und hier sind jetzt einige vielleicht unbekannte Ausdrücke aus dem Text. Was heißt es reibungslos laufen? Was meint ihr? Was bedeutet es griffbereit sein? Was ist ÖBB? Kulturtasche oder ein Kulturbeutel? Was ist der Prater und Minimundus? Denkt mal nach oder versucht auch nachzuschlagen. Also reibungslos laufen bedeutet problemlos, also ohne Probleme läuft etwas. Griffbereit sein, so gepackt, dass man es schnell in die Hand nehmen kann. Also irgendwo in der Tasche, gleich kann man es mitnehmen oder nehmen, rausholen. ÖBB ist die Abkürzung für österreichische Bundesbahnen sowie HŽ für kroatische. Die Kulturtasche oder der Kulturbeutel. Das ist eine Tasche, wo man Toilettenartikel während einer Reise aufbewahrt. Also ein Necessaire oder eine Tasche mit Zahnpasta, mit Zahnbürste und so weiter. Prater ist ein Park in Wien. Da ist eigentlich Vergnügungspark, wo man auf der Achterbahn fahren kann, auf Riesenrad fahren kann und sowas ähnliches. Und Minimundus ist ein Miniaturenpark in Klagenfurt am Wörthersee. Das haben wir auch schon bisher erwähnt. Wir beschäftigen uns weiter mit dem Hörtext und in den nächsten 3 Folien habt ihr solche Lückensätze, wo ihr die Sätze ergänzen sollt mit diesen Verben hier, die genannt sind.
Also mit Reisen, Einpacken, Verbringen, Wandern, Fahren, Holen, Finanzieren, Erkundigen, Besichtigen, Fahren und Bleiben. Also eure Aufgabe ist, die nächsten drei Folien, die vorkommen, diese Sätze abzuschreiben und dann mit dem passenden Verb im Perfekt zu ergänzen. Also am besten stoppt jeweils das Video und schreibt ab und ergänzt im Perfekt. Folie 2, also schreibt die Sätze wiederum ab und ergänzt sie mit dem passenden Verb im Perfekt. Und so auch Folie 3, also zuerst abschreiben und dann ergänzen im Perfekt. Und hier sind die Lösungen. Die Reise haben die Eltern der Mädchen finanziert. Im Internet haben sie sich Tipps darüber geholt, was im Rucksack nicht fehlen darf. Sie haben Handtücher, Kulturtasche und Kleidung in den Rucksack eingepackt. Zweite Folielösung. Zuerst sind sie nach Wien gereist oder gefahren, beides passt. Dort sind sie 3 Tage geblieben, einen Tag länger als geplant. Danach sind sie weiter nach Salzburg gefahren oder gereist, wo sie die Stadt erkundigt haben. Passt auf, das ist ein Nebensatz, deshalb haben am Ende. Und letzte Folie. In Tirol sind sie viel gewandert und Rad gefahren. Da haben sie auch viel Zeit mit neuen Freunden verbracht. Am Ende der Reise haben sie noch ein bisschen Klagenfurt besichtigt oder erkundigt. Beides passt. Und jetzt haben wir ein paar Beispiele aus dem Text und wir versuchen sie anders auszudrücken. Zum Beispiel, vor der Reise haben sie Zugtickets gekauft. Wie könnte man das jetzt noch anders sagen? Und dabei vielleicht einen Nebensatz mit bevor benutzen. Bevor Sie gereist sind, haben Sie Zugtickets gekauft. Bevor der Reise, prije putovanja, oder bevor Sie gereist sind, prije nego što su putovali. Und wir haben hier, bevor Sie gereist sind, perfekt, haben Sie Zugtickets gekauft, auch perfekt. Dann haben wir noch ein Beispiel. Während der Reise hatten sie viel Spaß. Während der Reise, tijekom putovanja. Wir versuchen diesen Teil jetzt wiederum mit einem Nebensatz auszudrücken. Und zwar mit einem Während-Nebensatz, beziehungsweise Temporalsatz. Während sie die Reise machten oder während sie reisten, geht auch, hatten sie viel Spaß. Und da haben wir machten, Präteritum, und hatten, wiederum Präteritum. Dann haben wir noch, nach 2 Tagen in Wien wollten sie noch einen Tag länger bleiben. Also diesen Teil nach 2 Tagen. Wie kann man das jetzt noch anders ausdrücken? Mit einem Nachdem-Satz. Zum Beispiel, nachdem sie 2 Tage in Wien verbracht hatten, tu moramo dodati glagol, jer nakon 2 dana u Beču nam nešto fali, jel da? Nakon što su provele 2 dana u Beču, wollten sie noch einen Tag länger bleiben. Und wir haben hier verbracht hatten. Ist das Präteritum? So wie wollten? Nein. Also wir haben verbracht hatten, Plusquamperfekt, und der andere Satz ist im Präteritum. Und die andere Kombination für Nachdem-Sätze, ich bin mir sicher, das wissen die meisten, ist Perfekt und Präsens. Zum Beispiel, nachdem ich gegessen habe, sehe ich fern oder spiele ich am Computer. Das wäre so auch ein Beispiel. Und eure Aufgabe ist jetzt in dieser kleinen Übung, nur die Sätze zu ergänzen mit der entsprechenden Konjunktion. Ist das bevor, nachdem und während? Also ich habe 3 Sätze. Und eure Aufgabe ist jetzt, sie richtig zu ergänzen. Stoppt das Video und schreibt die Sätze ab und ergänzt sie. Hier ist die Lösung. Bevor ich eine Reise plane, wähle ich den Reiseort. Dann
Während ich reise, lerne ich tolle Leute kennen. Und das Letzte wäre, nachdem ich von der Reise wieder zurück nach Hause gekommen bin, perfekt, gebe ich meinen Freunden Mitbringsel. Präsens. Das wäre die Regel für die Nachdem-Sätze. Also noch einmal, Plusquamperfekt, Präteritumkombination und Perfekt Präsens. Wobei es mittlerweile auch bei Plusquamperfekt Präteritum auch perfekt stehen kann, aber muss nicht sein. Ja? Also entweder Plusquamperfekt Präteritum und Perfekt und Perfekt Präsens. Und hier gibt es dann weitere Erklärung. Also bei Bit.ly Temporal 3 SS für 3 dritte Mittelschule, dritte Klasse Mittelschule, habt ihr eine Videoerklärung von diesen Regeln bei den Temporalsätzen und verschiedene Übungen auf der linken Seite. Bit.ly Temporal 2 sind auch Übungen, wo man nur ergänzen soll, welche Konjunktion passt. Und bei Bit.ly Temporal 3 sind auch Übungen, wo man nur ergänzen soll, welche Konjunktion passt. Also als Hausaufgabe, sagen wir mal, ist hier eine kleine Schreibübung, damit ihr euch auch auf das Abitur vorbereiten könnt und so weiter. Also das Thema ist Reisen. Und ihr bekommt, also schreibt mindestens 200 Wörter. Und ihr habt hier verschiedene Fragen, die euch dabei helfen können. Wie war deine letzte Reise? Wohin bist du gereist und mit wem? Wie lange warst du auf der Reise? Womit bist du gereist? Wie hast du dich für die Reise vorbereitet? Was hast du vor der Reise, was während und was nach der Reise gemacht? Und was hat dir an der Reise am meisten und was am wenigsten gefallen und warum? Ihr könnt auch weitere Sachen beantworten oder schreiben, warum ihr gerne reist oder nicht reist und so weiter. Viel Spaß bei der Hausaufgabe. Und am Ende eine kleine Selbstevaluation. Also, kann ich einen Bericht über eine Reise verstehen? Also einen Hörtext darüber? Und kann ich über eigene Reise in der Vergangenheit schreiben? Also, indem ich verschiedene Sätze, Temporalsätze benutze und verschiedene Vergangenheitsformen wie Perfekt oder Präteritum geht auch. Also kann ich das sehr gut oder nur gut oder so mittelmäßig oder brauche ich da noch ziemlich viel Hilfe? Das wäre alles für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!